Für Fabian Becker ist dieses Derby heute ein ganz besonderes. Insgesamt 105 Mal trug er als Spieler das OFC-Trikot, gewann 2015 die Meisterschaft in der Regionalliga und beendete schließlich ein Jahr später seine Profikarriere bei den Kickers. 5 Jahre später steht er als Leihtrainer bei Alzenau an der Seitenlinie und er ist nicht der einzige Rückkehrer. Serkan Firat, der schnelle Rechtsaußen bei den Kickers, trug vor 2 Jahren noch das Trikot vom heutigen Gegner. Zunächst einmal aber der Blick aufs Sportliche. Alzenau in Weiß liegt munter los. Die Bayern bräuchten ja so dringend mal wieder 3 Punkte, um überhaupt noch vom Klassenerhalt träumen zu können. Der OFC tut sich in der Anfangsphase sehr schwer damit, aus dem Spiel heraus Chancen zu kreieren. Deswegen müssen Standards herhalten. Serkan Firat schießt da den eigenen Mann ab. Das war gar nicht mal so ungefährlich. Wir machen einen kleinen Sprung in die 25. Minute. Wieder eine Standardsituation für die Kickers. Und am langen Pfosten ist Soriano völlig frei. Die Führung für Offenbach. Natürlich nach einem ruhenden Ball. Und natürlich heißt der Torschütze Elia Soriano. Schon unter der Woche traf der Ex-Zweitligastürmer zum wichtigen 1:1 gegen Freiburg. Heute folgt Saisontor Nummer 4. Und der Tabellenvierte spielt jetzt mit der Führung im Rücken deutlich befreiter. Der erste Versuch von Tuma bleibt noch hängen, aber der zweite kommt durch. Zambatne pariert im Nachfassen. Mitte der ersten Halbzeit hat Offenbach hier alles unter Kontrolle. Das ist Hüseyin Bahic. Was ist das denn für ein Ball? Und was ist das bitte für ein Eigentor? Der Ausgleich für Alzenau in der 36. Minute. Da muss sogar Fabian Becker mal schmunzeln. Das wahrscheinlich verrückteste Slapstick-Tor in dieser Saison. Somit bleibt es zur Pause beim 1:1. Das würde Becker bestimmt unterschreiben, aber der OFC kommt mit sehr viel Wut aus der Kabine. 5 Minuten sind gespielt, kurz ausgeführte Ecke. Zabatne kann nicht richtig klären und da kommt Malte Kapstein. Die Kickers gehen wieder in Führung und mit was für einem Pfund. Der junge Mann ist eigentlich gelernter Innenverteidiger, aber so kann man sich auch für Offensiveres bewerben. Alzenau zeigt sich nicht geschockt von dem erneuten Rückstand und sucht nach einer passenden Antwort, aber noch fehlen den Bayern die klaren Möglichkeiten. Zurück zum Sportlichen, wieder mal ein Freistoß für den OFC. Das wäre doch mal was für Firat, aber es übernimmt Dennis. Gehalten von Zabatne, aber beim Abpraller ist Fetsch am schnellsten. Und das ist die Entscheidung. Matthias Fetsch, der Torjäger vom Dienst mit Saisontor Nummer 13, wurde kurz zuvor erst eingewechselt. Wohl dem, der so einen erfahrenen Mann als Joker bringen kann. Auf dem Platz war danach natürlich alles entschieden. Eine gute Gelegenheit hatten die Kickers noch. Der Pfosten stand einem vierten Treffer im Wege. Das wäre dann aber auch zu hoch gewesen, denn Alzenau hat sich sehr teuer verkauft. Wie so oft in dieser Spielzeit steht am Ende dann doch wieder mit leeren Händen da. Ein turbulentes Derby findet zumindest einen optisch versöhnlichen Abschluss. Die Kickers bleiben durch diesen Auswärtssieg obendran in der Tabelle und können nach dem Abpfiff sogar jubeln mit 3 übrig gebliebenen OFC-Anhängern.